Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir stehen vor der Festung Schlag mich tot, vor der Festung Sonnenwacht, so war der Name, und sind dabei, den nächsten großen Sieg für das Kaiserreich zu erringen. Ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen, ne? Na, Jungs? Obere Festung Sonnenwacht, in dem Fall 100% verbleiben, Waffen raus und Alarm. Noch ganz schnell geguckt, was wir für einen Schrei ausgerüstet haben, nämlich den falschen. Drachenruf will ich. Ich hole uns wieder Odawigen ran. Und lasse ihn für uns kämpfen. Odawigen. Ich bin hier schon wieder geneigt, also alles andere wäre doch dumm, als hier jetzt erstmal wieder mit Fernmagie zu agieren. Alles andere wäre doch wirklich dumm. Eis haben wir jetzt nicht so gut geskillt, aber der Eiszauber geht, meine ich, sogar durch Wände. Aber ich werde es doch mal mit altbewährtem probieren. Hier auch Odawigen ein bisschen Arbeit machen lassen. Zielt's doch auf mich, das sehe ich doch. Ach, Odawigen hilft einem da schon echt weiter. Richtig bös weiter sogar. Natürlich mit der Magie so eine Sache. Der Weg ist relativ weit. Liegt recht langsam. Aber ich lasse die jetzt erstmal reinstürmen und ich kümmere mich wieder. Da ist einer runtergeschmiert vor allen Dingen. Da, du. So. Auch noch. Zwischendrin mal speichern und hoffen, dass es nicht abstürzt. Danke, es ist nicht abgestürzt. So. Jetzt, falsche Taste. Jetzt gehe ich, glaube ich, wieder auf die Äxte. Wir nehmen mal Lähmen. Die Lähmungsaxt und die Axt, die Gesundheit absorbiert bei den Gegnern. Und wir packen uns die Schnellheilung drauf. Und wollen mal. So, und können noch gleich mal wieder. Ah ne, Odawigen ist noch. So. Heilung. 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 Ach, ich will hier schon wieder eigentlich mit der Magie hantieren am liebsten. Allein um diese ganzen Bogenschützen auszuschalten. Huch. Q wollte ich gar nicht drücken, aber Q brauche ich jetzt, weil Magika alle ist. Ich habe aber doch auch noch... Ach, die habe ich nicht auf den Favoriten. Machen wir mal schnell. Möchte ich schnell machen. Und zwar doch die Magikertränke mal auf die Favos. Gut, wir haben einen 100er. Juhu, und einen der Vollmacht. Wobei, wir nehmen jetzt mal den 100er. Und auch Ausdauer ist voll, okay. Odawigen ist noch dabei. So, und dann kämpfen wir uns mal an der Seite unserer Soldatenkollegen hier durch. Mein Gott, so, jetzt brauchen wir aber Gesundheit.
Von den 150ern können wir jetzt erstmal welche einwerfen. So. Ja, wie gesagt, wir sind mit einer Axt nicht so durchschlagskräftig, wie wenn wir mit beiden hantieren oder agieren. So. Du? Oh, verflucht. Oh, es ist so lange her, wo ich gespeichert habe. Ich vergesse das immer. Wenn ich so in... Wenn ich hier so durch mich durchkämpfe und mich konzentriere und überhaupt... Oh nein. Oh, wie ätzend, wie ich mich manchmal... Wie ich mich manchmal hasse, wenn ich an sowas nicht denke. Falsch, da sollst du hin. Ach man, Bullshit. Echt Bullshit. Und du hierhin. Alles normal. Ach, Manu. So. Um den kümmert ihr euch. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Deckung. Da oben ist einer. So. Heilen! 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 Speichern. Dann nehme ich halt einen Trank. Unsere Heilung heilt eindeutig zu wenig. Verbraucht zu viel Magicka, heilt zu wenig. Ist also auch nicht gut geskillt. Wissen wir ja, ich habe ja in die Wiederherstellung so gut wie nichts reingesteckt. Heißt... Beide Äxte drauf. Ist das schon alles? Nee, ist nicht alles. Boah, ich bin schon wieder fast tot. 150er, 100er. So. Hm? So, okay. Oder agiere ich doch? Ich habe echt Bock. Was heißt Bock? Es macht einfach Sinn. Das sind alles Nahkämpfer. Es macht hier einfach nur Sinn, wenn ich die mit der Magie da oben runterhole. Das ist einfach am sinnigsten. Und dich da drüben. Und oder euch da drüben überhaupt. So. Dich. Dich. Euch da oben, alle Mann. Und oder wie speichern? Wir stehen hier gerade echt gut. Moment mal, dich. Hier spendieren wir noch. Feuerzauber, so. Jetzt können wir mal wieder auf die Äxte wechseln. Wächste Äxeln. Und nochmal speichern. Das scheint sich gefangen zu haben. So, 32% verbleiben. Oh. Das waren ein paar viele. Das habe ich auch gerade gesehen, als ich mich umgedreht habe. Wie viele standen da? 4, 5 auf einmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht ganz so ärgerlich. Ach, ich neige schon wieder zu den Zaubern, aber nee, komm, wir lassen doch mal die Äxte drauf. Nehmen dich mal auseinander. Weichen deinem todbringenden Schlag mal aus. Schmeißen Heiltrank ein. Und kriegen hier gleich die Krise. Vor lauter Gegnern. Jetzt hat er... Nicht, dass er jetzt schon wieder zum Finisher angesetzt hat und ich hier jetzt gleich die Vollgrätsche mache. Nee, geht noch. So, ich will mich jetzt erstmal ausruhen. Ich habe keinen Bock. Geht mir alle auf die Nerven.
Wow, das ist... Oh, hat er zum Finisher angesetzt? Nee, noch nicht. Wobei, vielleicht auch doch. Und wir gehen hier gleich drauf. Boah, wie heftig die sind. In dieser kaiserlichen Rüstung. Speichern. Halbwegs Ruhe hier. Alle die kaiserlichen Soldaten haben jetzt auch nicht gerade so viel drauf, ne? Stell ich fest. So. Alter Schwede. Noch ein Hunderter und noch ein Hunderter. Jetzt sind die auch alle. Alter, der Heiltrankkonsum steigt ins Unermessliche. Geschafft. Los, macht er vom Acker. Oh, geschafft. Ihn lassen wir jetzt einfach laufen. Die hauen auf ihn ein, wir nicht mehr. Wir stecken unsere Waffen weg und gucken uns hier mal um. Denn schließlich wollen wir ja auch mal gucken, was wir in der Festung noch so alles ergattern können. Und da wir noch jede Menge Zeit haben, bis die Folge endet, machen wir das jetzt noch. Also. Ich denke, die Kämpfe werden ja nicht einfacher. Bei den jeweiligen Festungen. Weswegen ich ja echt dazu neige, mir wieder komplett die dädrische Rüstung über den Wanz zu ziehen. Weil, echt, Leute, der Heiltrankkonsum, der geht auf keine Kuhhaut. Das kann man eigentlich nicht bringen. Also, wirklich nicht. Kann man echt nicht bringen. Das ist zu viel des Guten. Wo geht's hier hin? Auf den Turm? Gucken wir mal. Ansonsten sah das jetzt da drinnen aus, so aus, als würde es da nichts Wildes geben. Was wir unbedingt haben müssten. Ich glaube, im Kampf hat sich auch unsere schwere Rüstung verbessert und so. Und der Level-Up oder Stufenaufstieg rückt immer näher. Was ich ganz gut finde. Ich weiß nur noch nicht, was ich skille. Vielleicht stimmt es tatsächlich, dass man zum Beispiel erst die Perks geskillt haben muss, um die Meisterzauber zu bekommen. Ich weiß es nicht. Heiltrank 150, das nehmen wir mit. Rest brauchen wir nicht. Wie viel war das Buch wert? Ja. Gar nicht genau hingeguckt. Salz. Immer hier mit Salz. Dann gehen wir mal in den Keller. Jetzt habe ich gerade gedacht, hier wäre keine Treppe, weil die so arg steil ist. Wo geht's hier hin? Wieder raus. Gucken wir mal draußen. Ach ja. Wie toll. Aha. Okay. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich will doch wieder in die Festung rein. Wie komme ich denn wieder rein? Muss ich denn wieder den... Okay, wieder rein. Na gut. Dann gehen wir halt hier wieder hoch und gehen den Weg raus, den wir auch reingegangen sind. Wenn ich den noch finde. Hab ich hier reingeguckt? Scheint ja nicht, da stehen ja Tränke rum. Knobi. Draglersteigerung, schwerer Rüstungsverstärker. Lederhelm. Nö. Hä? Okay. Oh, ist das eine Urne? Ja! Was ist denn da drin? Gold und ein Magikatrank. So, hier kamen wir doch her, meine ich. Ja. Das sieht ganz gut aus. So, ach, ich speichere nochmal. Hätten wir also auch den zweiten Kampf überstanden. Und ich bleib dabei, die Kämpfe sind mit der, auf Meister, mit der kaiserlichen Rüstung, sind die echt knüppelhart. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm.
Aber ihr merkt es, wenn es dann ein bisschen eng wird, dass ich dann einfach ein bisschen weniger rede, was ja auch vollkommen normal ist, weil man sich eben einfach ein bisschen intensiver konzentrieren muss. Darum habe ich das eigentlich auch in Let's Plays ganz gerne, wenn der Schwierigkeitsgrad nicht sonderlich, oh, was heißt nicht sonderlich hoch ist, sondern nicht am Maximum ist. Weil man dann auch einfach ein bisschen, oh, jetzt gibt's Fallschaden? Nee, gibt's nicht. Weil man dann auch einfach ein bisschen sich auch aufs Reden konzentrieren kann und sich nicht nur aufs Spiel konzentrieren muss. Oder sich nicht so stark aufs Spiel konzentrieren muss. Deswegen, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Melde dich bei General Tullius mal wieder. Ich denke, wir sind hier fertig, in der Tat. Und werden ein weiteres Mal nach Einsamkeit reisen und wahrscheinlich jetzt zum Oberburner. Jetzt habe ich Wortfindungsstörung. Auf jeden Fall werden wir in unserem Rang wahrscheinlich wieder angehoben. Ach, befördert heißt das Wort. Vielen Dank, liebes Gehirn. Wenn ich dich manchmal nicht hätte, hätte ich weniger Sorgen. So, ich denke, die letzten beiden Folgen waren ein bisschen kürzer. Wir gehen jetzt noch zu Tullius in dieser Folge. Will euch doch nicht an der kurzen Leine halten. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Irgendjemand hat da auch vor ein paar Folgen geschrieben, ich möge doch die Grafikeinstellung runterschrauben, dann werden die Ladebildschirme kürzer. Die werden dadurch nur so marginal kürzer, weil das letztlich bei mir komplett mit der Aufnahme zusammenhängt, dass das nichts bringen wird. Also lasse ich es. So, Tullius. What do you have to say? Erstmal gibt's Ladebildschirm, klar. Es wird auch irgendwie in letzter Zeit in den Ladebildschirm recht wenig eingeblendet. So, zum Beispiel irgendwelche informativen Texte oder irgendwelche netten Bildchen oder weiß der Geier was. Tullius, Reach gehört uns. Hallo, red mit mir. Es war wichtig für uns, Reach zurückzuerobern. Ulfric die Kontrolle über das Silber zu überlassen, war ein Fehler, den wir nun zum Glück korrigiert haben. Na. Ihr habt nicht viel Zeit, euch in euren Leistungen zu sonnen. Wir sammeln uns für unseren letzten Angriff auf Windhelm. Oh. Meldet euch bei unserem Lager in Ostmarsch. Oh. Oh, das klingt nach absolut finaler Quest in der Questreihe. Erobere Ostmarsch zurück. Und Windhelm liegt in der Ostmarsch. Einmal auf Hill, bitte. Denn hier ist die Ostmarsch und hier ist Windhelm. Und die Quest ist wieder nicht aktiviert, sehe ich das richtig? Doch, ist sie. Ah, da ist der Questplot. Okay. Dieses kaiserliche Lager haben wir sogar schon entdeckt, als wir hier oben mal auf kleiner Erkundungstour waren und uns nach Msulft und überhaupt und hier überall hinbegeben haben. Ansilwund waren wir noch nicht. Ja, die Gräber. In den Gräbern kriegen wir zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit immer mal Schreie. Das werde ich auch demnächst mal machen und uns ein paar Schreie organisieren. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir reisen jetzt noch. Natürlich kann ich von hier nicht schnell reisen, weil wir im Inneren eines Gebäudes sind. Also müssen wir raus aus dem Gebäude. Und dann würde ich sagen, reise ich ins kaiserliche Lager, dass wir da ein Ladebildschirm weniger im Let's Play haben. Kann ja auch nichts schaden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal im kaiserlichen Militärlager wieder. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.